Von Mitte Oktober bis zum Palmsonntag dauerte die Winterpause im Bibelturm. Nun ist der 66 Meter hohe Kirchturm der St. Petrikirche in Wörlitz wieder für Besucher geöffnet und das wurde am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Die Gottesdienstbesucher durften den stimmgewaltigen Klängen der Gospelteams lauschen und auch die Rühlmann-Orgel wurde aus ihrem Winterschlaf erweckt. Nun können die Besucher wieder Altbekanntes neu entdecken. Wir haben jetzt im dritten Jahr die Ausstellung Zwischen Himmel und Erde, die sich in den drei Ebenen des Bibelturmes zum Thema Himmel, Bibel und zur Ruhe kommen auseinandersetzt. Neben der Dauerausstellung ist zusätzlich noch eine Wanderausstellung zu Gast in den ehrwürdigen Mauern. 96 historische Fliesen wurden über Jahre hinweg gesammelt und zu einer Ausstellung zusammengefasst. Diese haben eine ganz bestimmte Geschichte hinter sich. In den Niederlanden wurden ab dem 17. Jahrhundert gerne Fliesen in die repräsentativen Räume gebracht. Also man hat sich Zimmer gefliest, man hat Küchen gefliest und man hat zunehmend auch gerne auf diesen Fliesen biblische Motive aufgebracht. Und eine Initiativgruppe im Kirchenkreis Norden in Friesland hat sich vor Jahren mal daran gemacht und diese Bibelfliesen gesammelt zu den verschiedenen Textstellen aus der Bibel. Und inzwischen ist eine Ausstellung entstanden, eine Wanderausstellung mit Bilderfliesen durch die Bibel, die durch ganz Deutschland reist und die nun seit heute für 4 Wochen in Wörlitz in der St. Petrikirche zu sehen ist. Noch bis zum 2. Mai kann man die Wanderausstellung bewundern. Zusätzlich werden auch noch 2 Informationsveranstaltungen angeboten. Eine mit Herrn Reinhard Melzer von der Kulturstiftung Dessau-Wörlitzer Gartenreich am Freitag, dem 27. Das wird in Oranienbaum sein, im Schloss Oranienbaum. Da wird auf die Bibelfliesen dort im Schloss Bezug genommen. Und dann wird am 2. Mai um 17 Uhr mit dem Initiator der Ausstellung, Pfarrer Perrey, hier auch einen Vortrag stattfinden. Und wer Lust hat, sich die St. Petrikirche samt Bibelturm einmal selber anzuschauen, kann dies tun in der Zeit von Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntag werden die Türen eine Stunde später geöffnet. Dann können auch wieder die 200 Stufen des Bibelturms bestiegen werden, um den grandiosen Blick über die Region zu genießen. Bei gutem Wetter überblickt man nicht nur den Wörlitzer Park und das gesamte Elbetal, sondern kann den Blick bis zum Petersberg bei Halle und den Türmen der Lutherstadt Wittenberg schweifen lassen.